senken sie im Wohnhausmilieu die Steuern, um den Aufstieg zur nächsten Bevölkerungsstufe zu ermöglichen. Eine ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Ich kann die Steuern nicht mehr senken. Das ist ein Bug oder was? Es geht halt wirklich nicht. Wohnhausmilieu. Ah, Eco-Arbeiter, wieso sind die denn? Wann habe ich denn das gemacht? Jetzt müsste es aber erledigt sein. Das müsste jetzt eigentlich erledigt sein. Das habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Hatte ich das erfunden, aus Versehen gemacht. Ich registriere eine Weiterentwicklung. Okay. Wir müssten das jetzt aber langsam wieder mehr werden. Hoffe ich zumindest. Und ich finde immer noch dieses Solarkraftwerk, das sieht total cool aus. Hat echt geil gemacht. Gefällt mir. Okay, so, U-Boot. Haben wir die Quest jetzt schon gelöst? Ach nee, scheiße, die Wale habe ich noch gar nicht abgeholt, ne? Stimmt, da war ja was. Machen wir mal noch schnell. Wie sieht's denn aus jetzt hier? Haben schon 21 Tonnen Rohöl. Und Diamanten? 25 Tonnen. Einfach das mit Diamanten dauert ganz schön lange. Zeitenkraftwerk. Ah, die Rohöltürme, ey, die sehen schon echt krass aus. Ne, eigentlich voll trustmäßig aus. So, dann machen wir nach unten. Ach, guck mal an, man braucht ja gar kein U-Boot, um das zu handeln. Hier oben kann man das auch abgreifen, das Zeug. Ich kann es ja mal nochmal ausprobieren. Aber wahrscheinlich ist es so. Ja, okay, cool, das wusste ich nicht. Ich dachte, man muss das mit dem U-Boot machen. Na, das ist natürlich, dann macht das alles ein bisschen leichter nochmal. So, wohin denn mit den Walen? Hier hin zur Arche. Machen wir mal. So, die müssten jetzt da sein, die Boote. Okay, da müssen wir jetzt hier mal gut upgraden. Ach, mehr geht nicht. Ja, dann lassen wir die Schiffe erstmal hier. So. Dann können wir jetzt erstmal ordentlich bauen. Wie ist der Stand der Dinge? Und hier sind schon wieder super viele Piraten unterwegs. Ist nicht so toll. Wie viele Schiffe kann man jetzt noch ein paar Schiffe bauen? Geht das? Ja, haben wir gemacht. So, wie sieht's denn aus? Können wir noch ein paar Schiffe bauen? Einheitenlimit. Was ist denn das Einheitenlimit? 55 und 71 irgendwas steht da. Keine Ahnung. Ich würde noch so ein paar Hover bauen. Die finde ich eigentlich ziemlich geil. Wenn es denn geht. Vielleicht können wir noch zwei Stück erstmal bauen. Das wäre nicht so schlecht. Von Scanner bis Sonar. So, gut, dann machen wir mal hier weiter. Als erstes wollen wir erstmal Kohle abbauen, ne? Wobei ich ja jetzt so unbedingt gar nicht mehr das Carbon brauche, oder? Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Oh, wirklich jetzt? Das sollten unsere doch aber schaffen, oder? Dann hole ich mal die andere noch dazu. Machen wir das mal. Richten Sie Ihre Aggression gegen den echten Feind. Ich nenne ihn gerne ein paar Namen. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber wisst ihr was? Ich hau mal ab. Ich hau mal ab. Alarm. Jemand Interesse an einem guten Geschäft? Boah, sind die langsam, die Schiffe. Alarm. Oh nein, jetzt macht er mein U-Boot kaputt wahrscheinlich, ne? Boah, das sind übelst viele. Scheiße. Achtung, Produktionsstillstand. Na gut, dann baue ich dann ganz viele Hover und dann jage ich den Typ, ey. Langsam geht er mir echt auf den Sack. Trimaran bereit. Bitte gehen Sie an Bord. Okay. Ich schicke jetzt mal alle Schiffe von mir hier hoch erstmal. Und dann sammle ich die erstmal. Neues Fahrzeug. Boah, das würde ich echt nur ungern hier verlieren, die Schiffe. Und die haben noch so viel Rohstoffe. Fahrzeug im Kampf zerstört. Da muss ich. Ich muss dann erstmal eine Patrouille bauen oder so. Anders geht's nicht. Echt nervig, ganz ehrlich. Ich baue dann erstmal solche Hauer. Aber die sind halt nicht so. Was? Ich gucke mal kurz. Wie Schaden machen die denn? 40, 25.
Leicht gepanzert, schnell und wendig ist dieses Schiff schlagkräftig gegen Flugeinheiten. Fahrzeug unter Beschuss. Wirklich? Ja, das Gute an den Hovern ist halt, dass wir die auch immer wieder wegbekommen von den Piraten dann. Die kann man schneller wegziehen. Und die dürften immer wieder flüchten können. Oh nein. Wobei. Ist doch hier, ne? Na, dann probieren wir es mal. So lange dürften unsere jetzt ja nicht mehr brauchen, um da anzukommen. Okay, das schicke ich mal weg. Aber ich schick's mal hier hoch am besten. Aber die sind nicht so kampfstark, die Schiffe, hä? Huh? Zumindest so vor. Haben wir irgendein Item, was wir nutzen können? Jetzt wirklich, spielen ne? Wir Katz und Maus. Ich hätte erstmal auf das hier gehen sollen. Ja, jetzt ist es zu spät. Oh, die machen ja gar keinen Schaden, ey. Scheiße, 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 scheiße. Das will ich nicht verlieren hier, was ich hier habe. Fahrzeug fertiggestellt. Oh, das war eine dumme Idee. Das war eine ganz dumme Idee, die da runterzuschicken. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Oh, das nervt mich jetzt. Aber ich will die jetzt ja auch nicht runterschicken. Ich will jetzt ja erstmal eine kleine Flotte noch bauen. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Oh, ist das assi. Ja, das kommt noch weg, oder? Okay, das ist nicht so schlimm. Ich meine, die Kriegsschiffe hier, die sind eh kacke. Muss man ganz ehrlich jetzt sagen. Jetzt bist du Fischfutter. Ja, warte mal ab, wenn meine Hover fertig sind. Dann geht's ab. Sag ich dir jetzt schon mal. Ah, der hebt das jetzt nicht auf, oder was? Dann nehme ich mir mal das hier und probiere jetzt nochmal, das wieder aufzuheben hier. Das ist natürlich gut, wenn das gehen würde. Also die Hover sind auf jeden Fall effektiver. Ich meine, ich hätte früher oder später sowieso jetzt die kleinen Kriegsschiffe zerstört, von daher ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber gut, machen wir jetzt hier erstmal los. Ja, bauen wir erstmal hier was bauen wir? Das Produktionsgebäude für die 3D-Beamer, würde ich erstmal sagen. Das hier. So, das haben wir hier alles, das wird dann alles hier rübergebracht, das muss ich dann auch mal noch einstellen. Na, da will ich erstmal jetzt noch eine kleine Flotte haben, dass ich die dann auch beschützen kann. Dann bauen wir einfach mal hier hin. So. Registriere Energieknappheit. Okay, und das wird dann alles hergestellt. Das muss man dann noch rüberbringen. Probieren wir es erstmal. So. Dann bauen wir jetzt gleich mal so ein großes. Wollen wir gleich so ein Sonnenkraftwerk? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Dann machen wir so ein Windkraft. Die gesamte Gruppe bewundert ihre Entschlusskraft. So hier. Jetzt. Die Ökobilanz ist ein Plus, ne? Das die Insel ist diesmal ein bisschen besser. Registriere Friedensschluss zwischen Nachbarn. Okay, gehen wir mal auf Text. So. Kriegerische Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Guck mal, wir können auch einen Flughafen dann bauen. Richtig nice. Das machen wir dann auch mal. Das würde ich sogar lieber bauen als eine U-Boot-Werft. Das würde ich dann mal testen. So, nö. Carbon. So, und dafür brauchen wir erstmal Kohle. Was ist damit? Tycoon-Arbeiter brauchen wir dafür. Okay, ja, können wir ja dann noch ein paar Häuser hier bauen, das ist ja kein Problem. So, machen wir erstmal hier. So, das wird hergestellt. 600 Tycoon-Angestellte. Oh nein! Dann muss ich das ja... Wie viel haben wir denn? Ja, wir haben doch nicht null. Ah! Die sind ja keine Tycoons, stimmt ja. Das ist ja bescheuert. Ach nee, das brauche ich ja gar nicht. Steigende Kriminalitätsrate. Unsinn. Es reicht ja, ich brauche ja nur die Mine. Okay, hat sich erledigt. Sorry, habe ich gerade verpeilt, Leute. Das brauche ich ja gar nicht. So, nee, das passt schon. Also, Kohle und wird jetzt hier abgebaut, genauso wie Öl abgebaut wird. Und dann brauchen wir nur noch das Gebäude und das stellt das dann quasi her. Ah nee, erstmal brauchen wir das Ölraffinerie. Fertiggestellt. Das müssen wir erstmal noch bauen. Das bauen wir gleich am besten hier hin, irgendwie. So. Und dann brauchen wir das hier, Carbonfabrik. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Really? Schon wieder. Wo denn? Boah, das kann doch nicht mal ernst sein. Das scheint zu flüchten. Ja, ich hole jetzt mal meine Hover her, glaube ich. Mir geht es jetzt auf Schwein langsam. Jetzt hebt doch mal auf hier. Hallo. Ich hole jetzt mal meine Hover her. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Und damit können wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was anrichten, ein bisschen nerven.
So, aber erstmal alles aufheben. Das Schiff ist voll. Okay, na dann. Na, gehen wir es erstmal ab. Da würde ich ja sagen, dann nehmen wir... Keine Fragen. Mach es oder lass es. Okay, das können wir da gleich mal mit den Hovern machen hier. Wo denn? Hier. Das müsste eigentlich mit den Hovern ganz gut gehen. So, dann brauche ich jetzt mal aber irgendwie noch ein Handelsschiff oder so. Das wäre super. Ich könnte wieder so ein kleines nehmen. Dann machen wir das am besten mal. So. Okay, das wird jetzt interessant, die Handelsroute einzurichten. Also. Es soll. Erstmal. Wo haben wir denn jetzt hier das erste? Wenn du immer so drauf hältst, darfst du vielleicht doch bei den Barracudas mitmischen. Okay. Wieso? Egal, machen wir erstmal die Handelsroute jetzt. Neue Handelsroute. So, es startet hier. Wird eingeladen. Seltene Erdmetalle. So. Wir können schon mal einstellen, dass die auch das Rohöl hier reinhauen. Ist das auch T4? Wo ist denn hier Rohöl? Ich find's gerade nicht. Das ist Rohöl, ne? Ja. Das werden wir ja später hier wahrscheinlich auch mal abbauen. So, danach macht das Schiff hier hin. Und lädt Diamanten rein. Haben wir schon 50. Und nochmal Rohöl. Da haben wir sogar schon 50 Tonnen auch. Als nächstes fährt es dann hier hin. Ne, hier hin. Lädt das alles aus. Also Rohöl. Diamanten. Und dieses Manganzeug hier. Das hier. Seltene Erdmetalle. Und lädt ein. Alter. Carbon. Wo haben wir das? Hier. Das hier. Carbon. 3D-Beamer. Das war's erstmal, ne? Ich glaube, das war's erstmal gewesen. So, und das bringt's dann hier hin. Und hier lädt es dann aus. 3D-Beamer. Und Carbon. Hier. So. Das müsste passen. Nimm mal das Schiff. Wollte ich ja. Welches wollte ich denn da nehmen? Ich hoffe mal, dass die Handelsroute gespeichert wurde. Halt, wo ist denn die Quest hier? Sind die hier? Okay. Oh, da habe ich einen mehr. Na, dann passt das ja. Dann nehmen wir erstmal das hier. Na, guck mal, wie schnell die sind. Das ist cool. Registriere really? Auf eines ihrer Fahrzeuge. Okay, aber lässt mich hier in Ruhe, wie es aussieht. Was soll ich jetzt machen? Ja, Schiff einteilen. Was wollte ich denn da nehmen? Muss ich was abgeben hier? Das hier wollte ich nehmen, hä? Warnung. Produktion gestoppt. Karabutian, wie das Schiff heißt. Schiff hinzufügen. Nee, hier. Das hier. So. Du musst handeln. Unsere Beschwerden sind schließlich nicht aus der Luft gegriffen. Okay. Manager Zektrop mit einem Aufstand. Wenn sie nicht folgende Forderungen erfüllen, erreichen sie folgendes in Sonata 77 von 150 Ökobilanz. Okay. Das ist so, Nathan. Ja, das machen wir doch mal. Das ist doch kein Problem. Ich erkenne dieses Verhaltensmuster. Ein Ultimatum. Typisch menschlich. Ich lade alle verfügbaren Informationen. Okay. Wenn was schief gehen kann. Ja, dann müssen wir das mal probieren. Nicht, dass er damit einen Krieg erklärt oder so, der Gute. Oder, ja, nee, Quatsch. Das sind ja Leute, die bei uns wohnen. Nicht, dass es einen Aufstand gibt. Das möchte ich natürlich nicht. Ökobilanz erhöhen. Machen wir mal. Echos. So. Das hier würde ich bauen. Entsendet Zone Maker, verbessert die Ökobilanz. Was bringt denn das? Plus 100! What the hell? Na ja, dann bauen wir es mal. Dann baue ich das hier hin. Dann bauen wir es. Spiel gespeichert. Bauen wir es so hier und das andere reiße ich ab. Das hier reißt man ab. So.
Ja, dann baue ich jetzt mal hier noch solche Windräder hin. So, Übeland sollte jetzt eigentlich nach oben gehen. Übelst. Toll. Jetzt geht das nicht. Ich will das Windrad bauen. Jetzt geht's. So. Hier jetzt noch hin. Und jetzt müsste die Ökobilanz eigentlich nach oben gehen. Können eigentlich gleich noch ein zweites bauen. Machen wir mal. Moment. So. So. Ah, guck mal, hier haben wir sogar noch gut Platz. So hier. Registriere Energieknappheit. Ach, krass, was das Energie kostet. Aber dann dürfte die Ökobilanz eigentlich richtig gut sein. Kann schon keiner mehr beschweren. Dann machen wir hier hin, haben wir nur 90%. So hier. Das müsste noch passen. Die Ökobilanz ist jetzt natürlich hervorragend. Natürlich geht die dann, da gibt es dann noch eine andere Bezeichnung dafür, wenn es noch höher geht. Wahrscheinlich nicht, ne? 150, wie ist sie hier? 25. Hier minus 24, aber gut, das kriegen wir dann auch noch in den Griff. So, ist das Schiff, müsste jetzt eigentlich unterwegs sein, oder? Ich guck mal, wo haben wir es denn? Ja, aber das haben wir jetzt geschafft. Erreichen Sie folgendes Intonata. Jetzt haben wir schon 200 von 150. Bleib dran. Nichts ändert sich von selbst. Ja, aber wir haben es ja schon erreicht. Na gut, ich hoffe, dass es einfach in die Zeit abgelaufen ist. Muss das wahrscheinlich dann drüber sein. Okay, würde ich sagen, dann machen wir am besten an der Stelle jetzt hier erstmal Schluss. Nächste Folge dann, werde ich dann gucken, dass wir das mit der Handelslinie, dass das alles ordentlich funktioniert und dass wir jetzt langsam diese T4-Leute, diese Executives, dass wir die jetzt hier mal zufriedenstellen können. Dann wird erstmal geguckt, dass das hier alles ordentlich läuft und wenn das der Fall ist, schaue ich mal, dass wir noch mehr von den Executives reinbekommen und wir dann so langsam auch anfangen können, dieses Parlamentgebäude hier bauen zu können. War denn das hier? Das hier? Parlamentfundament, genau. Das würde ich auf jeden Fall auch gerne. Ach, guck mal, wir haben schon 936. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Also so viel fehlt dann nicht mehr. Und wir müssen vielleicht dann auch noch mal ein Krankenhaus bauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.